Auf den ersten Blick sieht die St. Peter-Kirche mitten in Frankfurt nicht unbedingt wie eine Event-Location aus. Wer aber eintritt, wird quasi sein blaues Wunder erleben. So wie der Hauptredner beim traditionellen Neujahrsempfang des Frankfurter Marketingclubs, der Chef des berühmten Keksherstellers Balsen. Faszinierend, absolut faszinierend. Als ich gehört habe, dass es in einer Kirche stattfindet, habe ich gedacht, oh, das wird interessant. Wenn ich die Aufbauten sehe, alles wie es jetzt hier gemacht wird, absolut fantastisch, absolut überraschend. Grund für den Auftritt des Balsen-Chefs in Frankfurt. Sein Unternehmen ist der aktuelle Preisträger des berühmten Goldenen Brandeisens, der wohl wichtigsten Auszeichnung für hervorragende Marketingleistungen im deutschsprachigen Raum, über die sich natürlich vor allem die Marketingabteilung von Balsen freut. Ja, Marketing hat gefeiert, weil das Goldene Brandeisen als Marken-Oscar in Deutschland absolutes Renommee genießt. Und das hat Marketing gefeiert, weil die haben die tolle Arbeit gemacht. Und ich kann nur stolz darauf sein, so ein Team zu haben. Und den Preis haben sie ordentlich gefeiert, das kann ich Ihnen sagen. Auch die Vorsitzende des Kuratoriums des Frankfurter Marketingclubs, Gabriele Eick, freut sich über den Auftritt des Balsen-Chefs und über einen gelungenen Abend. Bei Balsen kriege ich einfach strahlende Augen, weil ich Balsen seit Jahren verfolgt habe und toll finde, dass sie den Preis gewonnen haben. Und dieses Jahr ist ja ein besonderes Jahr, weil wir ja auch den Deutschen Marketingtag hier in Frankfurt haben werden. Und es ist aber das, ich denke, das Allerwichtigste ist, es ist für alle ein sich treffen, sich austauschen, aufs neue Jahr vorbereiten. Es ist ein Kick-off. Und wer wird wohl in diesem Herbst mit dem Goldenen Brandeisen ausgezeichnet? Das wird natürlich noch nicht verraten. Die Markengala ist ja immer mit einem großen Geheimnis verbunden, wer nämlich das Brandeisen gewinnt. Und das steht in der Tat erst sehr, sehr spät fest und wird erst am Abend der Markengala, also am 28. Oktober 2017, verraten. Fest steht nur eines. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Unternehmen ausgezeichnet, das bewiesen hat, was man mit einem gelungenen Marketing so alles erreichen kann.